Leute, wer auch immer da gerade Krach macht. Oh, hi. Wir sind im Jahr 2508 und ihr wollt mir ernsthaft erzählen, dass die Funkgeräte noch so aussehen werden? Das kann ich irgendwie... Oh, scheiße. Kann ich irgendwie nicht ganz glauben. So, Kollege, wo kommst du denn wieder raus? Hallo? Da war doch gerade so ein Sackmann. Sackmännlein? Sag bloß, die kommen hier nicht rein. So, jetzt will ich erstmal schauen hier. So. Mies, einfach nur mies, würde ich sagen. Na, jetzt komm doch mal hier, das ist doch schrecklich. Ich will die eigentlich auf den Tisch legen, um die mir mal anzuschauen. Ich glaube aber, das wird nichts mehr. So, jetzt. So, mal ein Stück rüber, ja. So viel dazu. Na gut, egal, also ich denke, das wird dann schon Dr. Mercer sein. Die sieht ja auch sehr doktorisch aus, so vom Kittel her. Und er sieht sehr mechanisch aus, sehr mechanikermäßig. Ist natürlich schade, dass dazu wenig erklärt wird hier. Also es kann sein, dass in den Textdingern, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe ja mal gesagt, dass ich die mir im Nachhinein durchlese, ich war da meistens zu faul dazu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, es ist irgendwie schade, dass so wenig dazu erzählt wird hier. Sonst könnte man da auch mit ein bisschen mehr Empathie rangehen an die Sache. So sage ich mir, na gut, sind sie halt tot. Aber so denke ich mir das ehrlich gesagt im ganzen Spiel. Also mich stört die Aufmachung an dem Spiel. Dass es, andere mögen das vielleicht, für mich ist es nichts so richtig. Die gesamte Story wird nur über diesen Funkkontakt abgewickelt und es gibt keine Zwischensequenzen und alles wird nur über Funkkontakt so nebenbei mitgemacht. Das stört mich. Das ist definitiv nichts für mich. Und naja, andere mögen das vielleicht. Oh, hi! Slenderman is back! So, einmal rein in die Masse. Oh, hey, Kollege, warte, warte, warte. Warte. Wuhaha! Lauf, mein Freund. Lauf, Isaac. Nein, lass dich nicht befallen. Lauf. Oh, scheiße, er kann ja nicht laufen. Das ist total schlecht. Komm, komm, komm. Runter von dem Mist. Runter von dem Mist. Ja, und jetzt mal bitte drehen und drehen und drehen und schießen. Demnächst. Ja, danke. Scheiße, 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 scheiße. Oh, das ist ganz mies. Das ist ganz mies gerade. Ich mach gerade eine übelste Hektik, oder? Es sind doch nur zwei Slenderman, Mensch. Die sind aber auch eklige Bastarde, muss ich mal so sagen. Scheiße, scheiße, scheiße. Kannst du mir mal erklären, wieso du die Waffe im Anschlag hast? Ich drücke nichts. Oh, komm, lauf! Was war jetzt? Irgendwie entgleitet mir die Kontrolle über das Spiel gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Schlagen wir mal ein bisschen durch um uns. Ja, erwischt! So, da waren es ein paar weniger. Oh, wo kommst du denn her? Kollege. Oh, komm, in dem Moment muss er nachladen, ernsthaft. Heidewitzka, Kapitän. Haben wir's? Ja, abgesehen von dem Kollegen hier. Kann man dir helfen? Die greifen im Nahkampf an. Ist ja geil. Ich dachte, die hängen einfach nur so. Komm hier, Feierabend. Der lebt aber noch, ne? Ich will mich mal ein bisschen mit dem prügeln. Come on. Punching Action. Na gut, ich lasse es. Ich lasse es. Aber so ein bisschen Nahkampf-Action auf der USG Ishimura muss auch mal sein. Aber irgendwie war gerade ganz komisch der Wurm drin, auch in der Steuerung hier. Das war sehr, sehr merkwürdig. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Wird aber auch an den Lags mit gelegen haben. Also irgendwas ist komisch. Der läuft immer viel weiter, als er soll. Und manchmal hing er hier jetzt auch gerade eine Taste, dass dann einfach mal die Waffe im Anschlag blieb oder so. Nein, ich will nicht das Ding haben. Ganz, ganz merkwürdig. Und ein Freund von den Slenderman werde ich sowieso nicht mehr, denn
naja, diese kleinen Bastarde, das ist halt einfach nichts, ne? Mir fällt gerade ein, ich hätte auch einfach mal auf eine vernünftige Waffe wie diese hier wechseln können. Wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Aber hey, wer mir zuschaut und schlaue Spielweise erwartet, der hat sowieso schon mal die falsche Erwartungshaltung, würde ich sagen. So, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Bisschen Medipack-Zeug wäre geil eigentlich. Aber naja, man kann nicht alles haben. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee. So, wo geht's lang? Show me the way. Show me the way and I'll go it down. Haben wir hier vielleicht... Hier ist doch gar nichts. Ich meine, hier haben wir noch was zum Aufmachen, das ist schön. Aber ansonsten... Ist hier doch... Schlüsselbesatzung, alles klar. Natürlich, die letzte Kiste, die ich öffne, da ist das drin, was ich brauche. So, das heißt schon mal für mich... Der Bereich ist eigentlich so vom Grundsätzlichen erstmal... Ich warte auf Monster. Vom Grundsätzlichen her dürfte jetzt erstmal abgesteckt sein, wie groß der Bereich ist. Wir haben jetzt halt bloß noch einzelne Räume zu öffnen, die halt nur mit dem Schlüssel aufgehen. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich! Ja, stimmt, mit den Navikarten war irgendwas, ne? Ich kann mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nur noch ganz, ganz schwer daran erinnern, wer der Typ war. Ich glaube, irgendwie der Captain des Schiffs oder so. Ne, der Captain war tot. Aber irgendein Doktor oder so. Irgendeiner, der auf dem Schiff jedenfalls schon war. Ja, so ganz grob irgendwie kann ich mich erinnern. Wer weiß. So, Sackmann! Sack an, Sackmann. Wo bist du denn? Ich hab dich doch vorhin gesehen. Hm, wer weiß. Wir gehen erstmal hier rein. So, schön, es läuft wieder flüssig. Für 2 Minuten und dann läuft es wieder für 5 Stunden nicht mehr flüssig. So wie die ganze Zeit. So, ich nehme mal an, hier drüben kommen wir immer noch nicht rein, oder? Doch, ist das nicht schön? So will ich das doch sehen. Muss ich denn hier lang? Ich muss hier tatsächlich lang. Aber wisst ihr was? Gehe ich dann erstmal drüben gucken? Nee, ich komme bestimmt eh nochmal zurück hierher. Bestimmt. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt. Aber ich denke mal schon, dass wir drüben nochmal irgendwie hinkommen werden. Kann ja nicht angehen, dass die hier direkt den Weg hinpacken und dann... Oh, das wäre jetzt tückisch geworden mit einem dahinter wartenden Gegner, muss ich mal so sagen. So, Gemeinschaftsräume, irgendwas in die Zukunft. CEC, wir bringen die Menschen in die Zukunft, alles klar. So, Freunde. Gebt mir Action. Nee, eigentlich will ich gar keine Action. Ich bin gar nicht auf Action aus. Der Raum sieht mir aber sehr nach Action aus. Der sieht nach... Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Hä? Der sieht nach sehr viel Action aus und zwar... mit allerlei Monstern. Ich wechsle mal wieder auf den Cutter. So, lassen wir das her. Huch. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. Medipack ist immer gut. So, was haben wir hier? Block B. Ach, Block B kriege ich auch noch nicht auf. Klasse 4 sind wir also noch nicht. Wir sind noch Klasse 3 bloß. Alles klar. So, hier, Plasma-Energie. Schlaf. Klasse 3, da kommen wir rein. Sehr gut. Oh, hier gibt es einen Speicherpunkt, sehe ich jetzt erst. Hier drüben ebenfalls Klasse 3. Mach schon mal. Hallo? Wir haben noch Klasse 3, oder? Na sag mal. Was soll denn der Mist? Kann ich irgendwie... Warte mal, kann ich da irgendwie runter? Ja, was haben wir denn da? Singularitätsbla. NAV-Karte, genau, davon soll ich doch 3 Stück, glaube ich, sammeln, ne? Schlüsselbesatzung, Schlüssel zu den Aufzügen auf dem Besatzungsdeck. Ach so, der ist nur für die Aufzüge. Das ist ja auch scheiße. Na gut, egal, erstmal speichern. Hier, speichern wir mal drüber über den Tod bei Ankunft. Das Ende aller Tage, da sind wir, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kapitel es gab, ich glaube 12, oder? Irgendwie habe ich das so im Kopf mit 12 Kapiteln.
Vielleicht liege ich aber auch falsch. Uah, nein, bitte nicht. What, 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 ich sehe nichts. Alter. Nicht schon wieder. Oh nein. Oh, komm schon, muss das sein. Ich hasse diese Dinger. Wo, 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 ich sehe nichts. Scheiße. Scheiße. Hallo. Also es ist schön animiert, muss ich schon sagen. Aber ganz ehrlich, ich hasse diese Stellen. Man kann so, so, so beschissen zielen. Das ist echter Wahnsinn. Und ich bin so froh, dass ich gerade gespeichert habe. Alter, vielleicht wechsle ich aber doch mal auf... Nee, nicht auf den, sondern auf den hier. Das macht sich vielleicht besser. Mal gucken. Oh, ich hasse diese Stellen. Ich dachte, wir hätten die Scheiße hinter uns, nachdem wir den Leviathan getötet haben. Warum... Warum muss das jetzt nochmal kommen? Diesmal sehen wir wenigstens was davon. Ist das nicht schön? Komm schon, wo, wo? Ja, brich ihm doch nicht gleich das Bein. So, wo denn? Komm schon. Ah, ich krieg's nicht hin. Scheiße. Oh, oh Mann. Tschüss. So, Let's Play vorbei, Spiel aus. Wir haben versagt, wir sind tot. Auch nicht tragisch. Eigentlich wäre es sogar im Dienste der Menschheit, wenn wir das so machen würden, weil dann einfach diese hässliche Seuche nicht von dem Schiff runtergeschleppt werden würde. Einfach irgendwo Selbstzerstörung aktivieren und dann die Scheiße geschehen lassen. Wäre doch okay, oder Mensch? Müssen wir denn unbedingt überleben wollen und dann alles hier runterschleppen wollen vom Schiff? Muss das denn sein? Genau, wir machen es so, wir rennen dran vorbei. Ach, schade, vielleicht auch nicht. So, jetzt aber mal. So, wo sind wir? Da sind wir. So, und nochmal. Yeah! Fuck you, Mister! I got you! Meine Güte. So. Dann sammeln wir mal fix hier hinten den Kram ein. War ich nicht? Ach nee, noch eins weiter. Oder? Irgendwo war doch... Ja, gib mal die Credits her, genau. Genau, das haben wir gesehen. So, nochmal Credits. Wo geht's hier hin? In den Lagerraum. Lagerraum klingt gut. Ich würde aber sagen, ich speichere jetzt erst einmal ganz fix draußen, damit wir die Kacke nicht nochmal machen müssen. So. Einmal speichern. Da können wir auch gleich über den speichern, den wir gerade erst hatten. So, wunderbar. D'accord, d'accord. So. Weiter geht's. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier im Lagerraum Schönes finden. Hoffentlich keine Monster, sondern nur schöne Sachen. Oh. Türschloss überbrücken. Was? Chinesen-Modul einsetzen? Aha. Ah, schön. Notfallüberbrückung. Türschloss überbrückt. Welches Türschloss ist bloß die Frage? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Machen kann ich hier nichts. Gut, dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Das wird schon stimmen. Und irgendwie wundert es mich überhaupt nicht, dass jetzt wieder Viecher kommen. Komm, Schnauze halten. Einmal das Bein schnappen, einmal das Ärm schnappen und dann ist Ruhe im Kollegen hier. Im Kollegen, beim Kollegen. So, noch einer. Nicht. Okay. Nichts dagegen. Aber du stehst auch nicht wieder auf, ja, mein Freund? Zur Sicherheit gleich erstmal dahinter gefuckt. So. Dann machen wir noch fix hier hinten auf. Und dann schauen wir mal. Okay, diese Tür war es also schon mal nicht, die wir geöffnet haben. Großes Medipack, meine Güte. Oder meine Schlafräume, okay. Haben wir dann eigentlich nochmal den Leviathan, den wir bekämpfen müssen? Noch so ein überdimensioniertes Alt-Arschloch, oder wie?
der Monster-Anus.